Das neue Sicherheitskonzept des Wormser Karnevalsclub geht voll auf. Von der Stadt inspiriert bleibt der Mozartsaal schön frei, ganz nach dem Sitzungsmotto, wegen Narretei vorübergehend geöffnet. So muss sich jeder Besucher einem ausgiebigen Faschingscheck unterziehen, allerdings, anders als auf dem Backfischfest, gibt's auch außerhalb was zu trinken. Die ganze Sitzung über ist dieses Thema klar zu erkennen. Die Vertreter der Stadt nehmen das gelassen zur Kenntnis. Und ich kann für jeden im Rathaus sagen, dass da jeder mit Herzblut bei der Sache ist. Und das sind solche Sticheleien sicherlich nicht die grundlegende, sagen wir, Richtungsentscheidung, wie wir agieren. Mit vollem Eifer dabei sind die Teilnehmer der Sitzung. Wie jedes Jahr, verrückt kostümiert, aufwendig geschminkt, war groß und klein auf der Sitzung. Für sie alle war etwas dabei. Dementsprechend positiv fiel die Kritik der Besucher aus. Also die Liederdarstellung und dieses Ensemble, das ist halt grandios. Also ich finde es markant im WCC, dass er so viel für die Tänzer ausgibt und dass er die Tanzgruppen so unterstützt. Von klein bis älter, aber das finde ich ist ein ganz besonderes Merkmal des WCC, dass sie so viel für den Tanz tun. Wenn man hierher kommt, hat man eben was, was man in seinem Leben noch nicht erlebt hat, weil das ist hier was ganz Besonderes, finde ich auf jeden Fall. Ja, sehr unterhaltsam, sehr vielseitig und mein Favorit waren am Schluss die Männer, die haben wieder so schön gesungen wie immer. Bei den singenden Männern handelt es sich um die Wormser Schnoke, dieses Jahr mit einer Darstellung vom Rheinland-Pfalz-Tag in Worms. Thorsten Brandt, dargestellt von Thorsten Brandt und Margit Knaap, moderieren den Festumzug, wie sie es bereits vom offenen Kanal beim Backfischfest kennen. Ein Umzug, bei dem kein Auge trocken bleibt. Trocken hingegen bleibt es, als die Zuschauer von einem Regen aus Luftballons überrascht werden. Ein gelungenes Finale. Bleibt die Frage, wie lässt sich das im nächsten Jahr noch toppen? Ja, ja.